Ich habe angefangen zu bloggen vor ungefähr 5 Jahren als Blindgängerin über meine Kinoerlebnisse. Ich bin also keine Filmjournalistin oder so, sondern ich schreibe sehr persönlich über meine Kinoerlebnisse und habe festgestellt, was geht überhaupt barrierefrei in den deutschen Kinos und warum ist das so? Und musste feststellen, dass der internationale Arthouse-Film besonders, dass da eigentlich so gut wie gar nichts funktioniert für blinde und sehbehinderte Kinobegeisterte. Und da hatte ich die Idee, die Kinoblindgänger gemeinnützige GmbH zu gründen, die mit Spenden und Sponsorengeldern eben internationale Arthouse-Filme barrierefrei, einen barrierefreien Kinostart ermöglicht.